Ferienfeeling pur, auch beim McDonald's-Angebot. Seit kurzem bietet die Fastfood-Kette mit zwei neuen Burgern eine kulinarische Europareise an. Zum einen ein griechischer Royal Tzatziki-Burger und zum anderen ein italienisch angehauchter McChicken-Basilikum-Burger. Ob der Mix funktioniert, testet der Küchenchef vom Ringier Personalrestaurant gerade höchstpersönlich. Also hier haben wir den McChicken, hat den Rucola drin, die Basilikum-Creme oder was das ist, Tomaten, Mozzarella und ein riesen Chicken McNuggets, wie immer. Sommerlich angehaucht, ich weiß nicht wirklich, ob das zusammenpasst, aber wir müssen es mal probieren. Ja. Alles verschmiert, scheiße. Also ich finde, all die Komponenten passen irgendwie nicht so zusammen. Also Basilikum und Rucola und Mozzarella und das riesige Chicken Nuggets passt nicht wirklich zusammen. Schmeckt etwas so. Also da haben wir den Royal, den Beef. Da haben wir grünen Lolo-Salat drin. Ist eher nicht so griechisch. Tzatziki-Soße, Tomaten und Gurken und das übliche Rindfleisch von McDonald's. Ja, probieren wir mal. Scheiße. Ich will so sehen, aber es ist gleich trocken. Ich glaube, das Brot saugt alles weg. Also das Fazit, der Chicken passt von meiner Sicht nicht zusammen. Die Zutaten sind irgendwie zusammengewürfelt. Das Chicken McNugget kennen wir auch mittlerweile vom Mac. Das Brot halt auch. Dann der Beef ist vorzutrocken. Ich könnte mir mehr Soße hin tun, vielleicht Rucola von dem hier rein tun. Haut mich auch nicht wirklich um. Ich gebe beiden 5 von 10. Ich würde beide nicht kaufen. Ich würde lieber auf Griechenland gehen und dort richtig Tzatziki essen mit dem Auso und in Italien ein schönes Bonini, wo die Zutaten zusammenpasst. Mal schauen, was uns als nächstes liefert, unsere Kollegen von McDonald's. Aber wir sind dabei.